Ihr wollt wissen, wie Update 8 so aussieht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir schauen uns heute Satisfactory Update 8 an. Und ich würde vorschlagen, wir sehen, ich bin noch im Menü. Wir fangen einfach ganz vorne mit den Optionen an. Hier steht erstmal alles auf Ultra. Das ist schon, mir gefällt das. Das lassen wir alles so. Viel auf You, okay. Lassen wir so, wie es da ist. Okay, Gamma Freezing. So, die hätten wir gerne. Oh, Cinematic klingt gut. Und das machen wir mal an. Gucken wir uns den Spaß doch mal an. Wir gehen heute nicht in unser eigentliches Save rein, sondern wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ups. Erst klicken wir da drauf. Confirm. Na, guck mal, neues Spiel. Wir nehmen ein neues Spiel. Wo fangen wir denn mal an? Ich würde mich diesmal für die Felswüste entscheiden wollen. Und wir nennen das Ganze mal Update 8. Einfach so. Das wollen wir haben, weiterhaben. Wir nehmen das hier. Advanced Settings. Bestätigen. Weil gerade da, das möchten wir uns ja angucken. Ich habe die Viecher jetzt erstmal auf, ist mir egal, also auf denen ist alles egal gestellt. Von daher passt das. Wir lassen erstmal alles so, wie es voreingestellt ist. Auch Tutorial und, und. Und die lassen wir drin. Okay. Hat er das jetzt damit übernommen oder... Das werden wir jetzt herausfinden. Im Zweifel müssen wir es einmal speichern und neu, nachgucken. Jetzt kriegen wir doch bestimmt wieder diese tolle Animation, oder? Ja. Hallo. Okay. Da geht es auch schon los. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. Okay. I am Ada, also known as Artificial Directory and as Note, Object. Das überspringen wir mal. Also die ganzen Dinger brauchen wir nicht. Objective. Just been, das haben wir schon mal. All important fixed data and communication. Perfekt. Okay. Auto Open Codex, natürlich. Tutorials und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Stimmt. Genau, den Xeno Zapper auf dem Kopf. Also das ist alles bisher das, was wir so kennen. Karte haben wir noch nicht. Ja, Tab, bla bla bla. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Genau, da war ja noch was. Wir brauchen Eisen. Wir können auch alle nicht. Alles um die 500 Meter. Jetzt würde ich gerne auf der Karte gucken, wo genau wir sind. Wo wir hingehen. Ich glaube, als ich das mal selbst, also ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe mit YouTube, habe ich ja auch hier schon ein bisschen gespielt. Und ich glaube, ich habe dort vorne angefangen. So, hi. Und zwar dort bei dem Kollegen. Da müsste auch eine ganze Menge Erz gewesen sein. Eisen, Kupfer, alles Mögliche. Oh ja. Da blinkt es. Oh, Autosave in 10. Ne? Das müssen wir wieder umstellen. Das wollen wir nicht. Das ist zwar jetzt so ein bisschen
Dann lassen wir mal. Hier ist. Oh, das ist eine Wohltat, wenn es noch so schnell geht. Aber das stellen wir doch direkt als erstes mal um. Wo hatten wir das? Gameplay. Okay. Autosave-Intervall. Auf 60 Minuten, wie immer. So. Und wir haben. Sollten wir hier jetzt nicht eigentlich User Interface? Ne? Weil hier stehen nicht die zusätzlichen Optionen. Dann hat das da wohl nicht geklappt. Egal. Das heißt, wir gehen einmal hin. Da steht es auch nicht dran. Ah, okay. Dann machen wir einmal Enable. Also wichtig ist, man muss wohl etwas eingestellt haben, damit er das auch übernimmt. Wir wollen jetzt so Stück für Stück da durchgehen. Okay, hier stehen wir wieder. Sehr gut, das heißt, Quatsch. Erweiterte Spieleinstellung, genau. Gameplay. Wir gehen mal auf No Build Cost, Leihmodus. Ach komm. Wir haken die Sachen jetzt einfach mal an, außer den God-Mode. Das glaube ich denen mal, dass der funktioniert. Bestätigen. Okay, Spieler verbessert. Wir haben instant schon mal Sachen bekommen. Wir brauchen jetzt aber erstmal Eisen hier. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Fourth objective. Build the hub. Note. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal. Okay, wie funktioniert der Fly-Modus? Weil, na, den habe ich doch gerade eingestellt. You have unlocked hub feature manual craft bench. Hub feature hub terminal. Double tap space to activate. Ah. Okay. Schranke, ich habe das gerade schon gemacht. Egal. Gucken wir mal. Ja, Eisenbahn könnten wir machen. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen hier hin. Wir wollen den Meilenstein auswählen. Und wir können den Hub verbessern. Okay. Also es funktioniert auch schon mal im Early Game. Wir können einfach sagen, wir haben noch gar nichts, noch wirklich gar nichts gemacht. Und schon können wir hier einmal lustig, munter durchgehen. Perfekt, so möchte ich das haben. Das Ding ist fertig. Wir können uns hier hinten den und den einmal angucken. Congratulations. You have unlocked Building Space Elevator. Building Biomass Burner. Part Biomass. Motivational message. Congratulations. Okay. You succeeded. Additional note. Schön. Baue den Weltraumlicht. So. Wir bauen den. Sag mal. Wir bauen uns einfach den Weltraumlift hier so mitten rein. Und schauen mal da rein. Wir können jetzt den Spaß. Black Blue Ship. Jetzt wäre die Frage: Dauert es dann wieder? Nein, dauert nicht. Wir können also, wenn man so anfangen möchte, ich mache das jetzt bewusst einmal so komplett durch hier. Geht wirklich einmal stumpf durchbauen. Wir haben noch nichts gemacht, außer den Hub einmal aufgerüstet und das Ding hier einmal
hochgerüstet. Sehr schön. Steht auch extra da dran. Und finale Phase, Mitarbeiter des Planeten. Phase 4 ist abgeschlossen. Wir stehen hier immer noch ziemlich nervös. Nicht verfügbar in Early Access. Sehr gut. Milestone reached. Milestone reached. The particle accelerator enables previously impossible processes, such as recycling nuclear waste. So, wir haben jetzt letztendlich, wir haben zwei Sachen aufgebaut und haben damit alles im Spiel freigeschaltet. Wir haben noch nichts gemacht. Wir haben hier die diversen Sachen. Ich stelle einfach mal hier so einen Shop noch auf. Können wir einmal reingucken. Oh, da gab es doch die Möglichkeit, in den erweiterten Optionen zu sagen Progression. Oh. Ja, also das hätten wir natürlich auch direkt machen können. Da gehen wir jetzt gleich auch noch durch, damit wir das eben nicht so machen. Das finde ich schon mal ganz nett. Features oder das hier. Give Item. Wie heißen denn die Coupons? Okay, das haben wir schon mal. Gehen wir mal hier rüber. Weil hier hatten wir noch die Sachen, die ich kaufen muss danach. Seltsamer Satz, ich weiß. Okay. So, jetzt dürften wir doch alles haben und ist schon wieder Nacht. Jo. Geht los, Wandhalterung, kommen durch Boden mit Sachen, gucken wir hier oben an, da ist nichts Neues. Ja, hören wir uns den Spaß, hier war doch... fängt der jetzt eigentlich sofort an, oder muss ich... Nein, der hat tatsächlich Strom, ohne dass ich ein Kabel ziehen muss. Das ist doch schon mal gut. Übertakt kann ich tatsächlich nicht. Ich muss mir die Dinger immer noch holen. Das ist überhaupt normal. Okay. Ja, schon mal etwas. Wie sieht das bei dir aus? Oh. Nett. So, im Strombereich. Ja. Wir haben die Netzschalter und die Prioritätsnetzschalter. Wie so ein Kollege aussieht. Das ist schön. Wir haben eine Consumption, die exakt unserer Production entspricht. Das ist doch gut. Du brauchst wie viel? 100 Watt? Ja. Wir sind bei 500 Coupons. Schön. Also. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Da müssen wir dann an den Switch. Das ist dieser hier, ne? Ja. Okay, der ist in der... Ich verstehe. Das Ding setzen wir uns definitiv in noch in ein paar Fabriken rein. Im Atomkraftwerk wird sich das richtig gut machen, behaupte ich mal. Da heißt, da müssen wir ein bisschen umbauen. Oh. Hier ist scheinbar die Textur noch nicht so richtig. Das nehmen wir jetzt einfach mal hin. Das war ja auch noch. Oh, das ist schön. Das ist schön. Also, dass es wirklich sofort da ist, ist super. So, du machst
Eisenbarren. Und dann können wir direkt hier nachgucken. Du machst Eisendraht. Wunderbar. Das ist ein Blueprint. Den nehmen wir jetzt. Nee. Test 2. Das bleibt alles so. Da machen wir jetzt keinen riesen Aufriss. Verzeichnis setzen hier rein. Und zack. Blaupause speichern. Okay. Ja, aber also es ist tatsächlich pro Safe Game gibt es einen Blueprint-Ordner. Das heißt aber auch, was passiert, wenn ich jetzt oh, da bin ich jetzt gedrückt. Nicht das, was ich drücken wollte. Ja, sehen. Moment. Ich möchte gerne hier raus, danke. Bitte das? Oh, ist mein Verzeichnis. App-Data, okay. Oh, ist das Victory Game? Save, Save Games, Blueprints. Nehmen wir aus meinem Svenis Factory. Hier stand die Sachen. Schmeißt die hier jetzt rein, während das Spiel läuft. Kopiere einfach nur. Ich schneide Gott sei Dank nicht aus. Ja. Ja. So. Okay. Also, sie werden dann nicht on the fly geladen. Das geht das Spiel nicht hin. Das ist doch schon mal gut. Da wir da vorne Eisen haben, würde ich das Ding jetzt auch einfach hinsetzen. Diesen Blueprint. Ganz wunderbar. Und sage, Blaupause, Test. Gehen wir dahin. Und wir setzen noch einen zweiten. Daneben. Setzen uns einen Splitter hin. Einfach mal so. Müsste der Spaß ja auch direkt loslaufen. Der macht direkt 30 Eisenbahn, 30 pro Minute. Der kann aber nur mit 12,5 pro Minute arbeiten. Schön. Also bisher funktioniert das alles echt gut. Jetzt kommen wir zu der großen Frage, die ich sowieso beantworten wollte. Wir schnappen uns mal. Das geht recht. Er ist wirklich zweimal schnell hintereinander. Wo machen wir das denn mal? Machen wir das auf. Ja, das sieht relativ hoch aus. Zooten wollen wir. Das nehmen wir raus. Wir wollen. Ja, machen wir eben eine 10x10er Plattform. 10. So. Und jetzt die große Frage: Wie groß ist das? Ja, auf die 2x2-Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Aber wenn ich den jetzt mittig setze, ist das mit meinen 1,5x1,5 gar nicht so weit hergeholt. Okay, ich will das jetzt einfach wissen. Jetzt wäre meine Blaupause richtig, richtig praktisch. Weil wir jetzt nicht einfach eben so wieder ausmachen. Wir setzen jetzt mal die Schiene. Damit ich an. Ziehen Sie hier dran vorbei, bis hier vorne. So, was hätten wir? So. Wir lassen. Ein Zug fahren. Und zwar. Haben wir hier, Fahrplan. Der Zug. Fahrplan bearbeiten. Da
da, Wanderung speichern, Autopilot. So. Ja gut, Oberleitung, was ich mir eigentlich gedacht habe, ist Quatsch, aber... Jetzt interessiert mich halt, wie das aussieht. Beim Vorbeifahren. Das geht. Oh. Das ist schwer zu erkennen. Ja, doch, man kann es erkennen. Wenn ich den Pfeil erkennen kann, dann ist es richtig. Das heißt, wir können das... Könnten das? Da auf dem Punkt, da auf. Das ist um einen verkackt. Mach's das mal! Kuppelt es mal. Perfekt. Das wollten wir ja auch alle wissen. Quatsch da oben hin. Also das gibt es auch jetzt. Wir können den umschalten. Ja, so. Das ist doch wunderbar. Wir haben den hier. Da dran. Da dran. Wenn ich jetzt hingehe, wie sieht das überhaupt aus? Also ja, so über die Schienen laufen zu lassen, ist unnötig, weil die Schienen können wir auch zum Stromtransport benutzen. Aber so im Prinzip ist das schon nett. Jetzt geht es noch um das Thema Reichweite. Wir haben den hier. Das geht ordentlich weit. Ich komme jetzt mal da lang. Stromleitung zu lang. Wäre jetzt natürlich praktisch zu wissen, wie viele sind das, ne? Ja gut, eigentlich für so eine Geschichte würde man ja auch nicht daran gehen. Und wir können abzweigen und den dann auch so weggehen lassen. Aber wir haben nur die Möglichkeit, quasi einmal abzuzweigen. Wenn ich jetzt wollen würde, dass das... Das schwirrt es immer noch. Sehr gut. Also hier jetzt so eine richtige, ne? T-Kreuzung gehen, aber so eine dicke Kreuzung eher nicht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher da an den Wasserfall ran. Da geht es ja um dieses neue System. Man hat immer kleine Ruckler drin. Rennt er jetzt nicht nach. Aber so im Prinzip. Okay, also geht schon. Es ist auf jeden Fall
Es fühlt sich etwas anders an. Wir wollen den Kollegen dort treffen. Viel zu weit entfernt. Oi. Wunderbar. Wir haben dann noch 3 Stück stehen. Ich zieh mal dahin. Wie gut treffen wir in die Mitte? Das ist gar nicht so kacke. Wow. Schleudert die richtig schön weg. Wunderbar. Also. Das ist doch klasse. Das funktioniert immer noch falsch. Erweiterte Optionen, Gameplay, Gift Item. Nee. Explosionsstaffel. Nein. Stack. Merke. Jace hat es gesagt. Das ist dann die Anzahl Stacks, die man bekommt. Okay. Ich hab ja verstanden. Ich war doof. Ja, guck's dir mal schön an. Wir haben nur die eine Sorte. Es hieß, mit Nobelisten geht das. Aber auch damit. Oh. Ist jetzt noch fürs Gewehr entsprechende Munition geben. Ah, oh, man kann das ganze Gas loswerden. Das ist so schön. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Und da freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.